schon schön kühl geworden, oder? Finden Sie nicht auch? Oh, dieses Wetter, jetzt haben wir richtig Herbst-Winterwetter draußen. Ja? Und man fröstelt so ein wenig, ja? Haben Sie auch schon ein bisschen gefroren? Haben Sie abends auch schon gedacht, boah, ist das kalt? Vielleicht mal eine Decke? Oder oh, wie schafft man denn so eine gemütlich warme Atmosphäre dann in der Wohnung? Wie hält man sich warm? Und wie hält man sich vor allem kostengünstig warm? Das klären wir heute mit Ihnen zusammen hier in dieser Sendung. Ja, wir haben hochmoderne und damit beginnen wir Heizungsthermostate. Und die Heizperiode hat gerade angefangen. Und gerade bei uns wurde jetzt vor 4 Wochen, ist es her, frisch getankt. 3000 Liter Heizöl wurden angeliefert. Und ich zeige Ihnen jetzt, wenn es Ihnen ähnlich ging, wie Sie nächstes Jahr eben nur ungefähr 2000 Liter tanken müssen, weil Sie 30% der Heizkosten sparen können. Und das geht mit solchen intelligenten Thermostaten. Und wir haben hier gleich zu Beginn ein komplettes Satz, nämlich 3 dieser Thermostate und ein Steuermodul. Dieses Steuermodul wird einmal installiert und damit können Sie dann mit Ihrem Smartphone weltweit bis zu 100 Thermostate steuern. Das ist so richtige Luxusklasse. Aber was hier natürlich das Energiesparende ist, dass Sie genaue Heizzeiten einstellen können. Und viele von Ihnen sind ja, also da sehen wir mal die Vorteile, ja, Smart-Thermostate, Heizkosten um bis zu 30% senken, exakte Wunschtemperatur einstellen, Heizzeiten genau planen, weltweite Steuerung und sogar offene Fenstererkennung. Also dann, das merkt die Sensoren, merken, wenn das Fenster offen ist, wenn du stoßlüftest und fahren dann die Energie zurück. Aber was ich sagen wollte, viele von Ihnen gehen ja einem Beruf nach und dann geht man von 9 to 5, hieß es früher, arbeiten. Und man, wie heizt man? Ganz einfach so, morgens soll es warm sein, wenn man ins Bad kommt. Und dann, ja, dann heizt die ganze, die Thermostat, die Heizung den ganzen Tag durch, und damit Sie abends, wenn Sie heimkommen, wieder warm werden oder wieder warm haben. Und das ist ja eigentlich unnötig. Wenn man jetzt um 9, ich nenne es einfach mal Beispielzahlen, die können variieren, wenn man um 9 das Haus verlässt, um zur Arbeit zu kommen und dann erst um 5 wieder heimkommt, dann kann man doch ab 9 bis um 4:30 die Heizung absenken und damit Energie sparen. Und das macht so ein Thermostat. Und hier haben wir jetzt eine Grundausrüstung. 3 Zimmer können wir damit ausrüsten. Wir haben nachher auch noch ein 5er-Set, wenn Sie eine größere Wohnung haben. Und alle 3 sind einzeln schaltbar, direkt am Gerät oder dann natürlich über Smartphone. Und viele haben immer Angst vor Veränderungen, weil ich muss ja umbauen, ich muss etwas verändern, kann ich das? Und ich kann Ihnen sagen, ja, Sie können das und in den meisten Fällen sogar werkzeuglos. Bei der Heizung hat man ein bisschen Respekt, da weiß man, da ist heißes Wasser drin, braucht man aber nicht. Hier haben wir so ein handelsübliches Thermostat. Und wenn wir uns das mal anschauen, erstens mal ist es schon mal antiquarisch und Sie kennen das, Zahlen 1 bis 5. Ja, da weiß ich aber nicht, welche Temperatur. Und ich werde dieses jetzt mal werkzeuglos abmontieren und ich kann das wahrscheinlich sogar im Sitzen machen. Hier hinten ist eine Stellschraube, ja? Und zwar eine Arretierungsschraube und die lösen wir mal. Wenn die jetzt ein paar Jahre drin ist, kann die ein bisschen härter oder fester sein. Dann braucht man einfach eine einfache Wasserpumpenzange, aber das ist kein Hexenwerk. Wichtig ist, dass Sie hier sehen, man kommt nicht mit Flüssigkeit in Bewegung. Das ist sogar gut, auch nochmal für die Heizung, also nicht in Berührung mit heißem Wasser, weil dieser Stift hier, dieser kleine Stift, der regelt die Heiztemperatur. Und wenn der nicht bewegt wird, kann der sich irgendwann mal festfressen. Und dann ist es überhaupt nicht mehr regulierbar. Und deshalb ist es auch von daher, um die Langlebigkeit der Heizung zu gewährleisten, gut, wenn man ein solches gesteuertes Thermostat installiert. Und jetzt schauen wir uns das mal an, auf was Sie achten müssen. Eine Batterie einlegen, das ist batteriebetrieben. Und jetzt sehen wir auch gleich mal die Temperatureinstellung. Da sehen Sie es im Display. Und dann schauen wir, dass die gerade ist, also das, was so nach oben einstellt. Ich drehe noch mal kurz und ich denke, dann sehen Sie es so jetzt. Und genau so ist oben. Und jetzt setze ich das wieder an. Und wichtig ist gerade. Aber das merkt man ganz schnell, weil wenn das Gewinde leicht geht, habe ich es gerade angesetzt. Und das habe ich jetzt. Und Sie sehen, es ist immer noch kein Hexenwerk. Und das mache ich jetzt handfest. Der Hersteller gibt an mit einer Kraft von 5 Newtonmeter. Und 5 Newtonmeter ist eben handfest. So, und jetzt haben wir es installiert. Und so einfach geht das. Und wir sehen jetzt eingestellt
12 Grad. Das wäre jetzt natürlich nur ihr Winterschutz. Aber schauen Sie mal, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, das jederzeit auch am Gerät selber hier anzusetzen. Du hast jetzt ein Smartphone und jetzt können wir hier vom Smartphone über eine kostenlose App, Elison, und deshalb dieses erste Eingangssteuermodul, ja, können wir jetzt die Heizung steuern. Die müsste angetippt werden und jetzt geht sie auf, ja, die verbindet sich und jetzt sehen wir diese 14 Grad, die gerade eingestellt sind und jetzt gehen wir auf volle Pulle, auf 30, ja. So, und das kannst du jetzt überall auf der Welt machen, auf den halben Grad genau einstellen, so wie man das möchte. Und jetzt reagiert auch gleich das Thermostat und regelt dementsprechend. Die Voreinstellungen sind fixiert, so wie Sie es möchten, nach Ihrem Tagesrhythmus. Das geht automatisch, da müssen Sie gar nichts mehr machen. Das hier ist eigentlich nochmal eine kleine Hilfe. Angenommen, Sie kommen mal früher nach Hause und denken, oh Mist, jetzt habe ich diese auf 18 Grad, ist mir zu kalt. Komm, heiz mal auf, damit es gleich warm ist. So, dass Sie jederzeit regulieren können. Oder Sie fahren weg in Skiurlaub und denken, sag mal, jetzt ist noch der normale Heizrhythmus. Jetzt kann ich ja alles runter auf 18 Grad, eine Grundwärme oder auf 16 Grad. Muss ja nicht aufheizen. Mhm. Also mache ich das über die App. Und jetzt haben Sie da vielleicht gesehen, beim Öffnen der App, da stand Wohnzimmer. Sie können jedes einzelne Thermostat benennen nach dem Zimmer, in dem ist. Und so können Sie jedes einzelne Zimmer separat einschalten. Und Sie sehen, die Nachfrage ist riesengroß nach diesen Thermostaten. Die nächste Lieferung steht kurz bevor, jetzt richtig bevor die richtige Heizsaison losgeht. Und dann sind Sie dabei. Sind Sie da unten? Wohnzimmer steht hier. Unten und jetzt aufmachen. Und das ist jetzt, also sie sitzt jetzt einen Meter weg von der Heizung. Sie könnte auch am anderen Ende der Welt sein, weil das ist eine Steuerung hier über das Internet und das ist einfach clever. Das ist modern, Smart Home ist also das Zauberwort und es spart Ihnen bares Geld. Auch wenn Sie sagen, und das wissen die meisten, die jetzt Heizöl gekauft haben, so billig war das Heizöl noch nie. Wir haben 38 Cent pro Liter gekauft. Ich glaube, das ist ein 20-Jahres-Tief, weiß es nicht genau. Ja, aber 30% weniger, 3.000 Liter waren es, das sind nächstes Jahr 2.000 Liter. Und das ist eine Menge Geld. Und dann hast du die Anwendung, also die Anschaffungskosten, die hast du ruckzuck refinanziert. Das ist so clever. Also ich kenne das aus meinem privaten Haushalt. Wir haben auch umgestellt auf solche Thermostate. Und ich muss sagen, mich hat das total begeistert, weil es sehr sinnvoll ist und man wirklich ganz, ganz viel sparen kann. Also ich war auch beeindruckt. Und der Wechsel von den Thermostaten geht super einfach. Das bekommen Sie auch hin. Deshalb probieren Sie es aus, überlegen Sie jetzt. Schauen Sie mal, wie viele von diesen Thermostaten Sie möchten, wie viel Sie brauchen. Wir haben das Dreier-Set für Sie. Ja, mit der Bestellnummer hier. Das ist für Sie, ich nenne sie Ihnen nochmal, die NX4916 und die 569, aber dann auch das 5er-Set mit der NX4917 und der 569. Die können natürlich auch, wenn Sie sagen, ich habe jetzt 8 Thermostate, einmal das 3er, einmal das 5er-Set bestellen, das ist überhaupt kein Problem. Und jetzt also hier wirklich die ganze Wohnung, bei 5 Thermostaten geht das, die ganze Wohnung ausstraffieren und dann wird man langfristig ganz, ganz viel Geld sparen. Und wenn Sie jetzt ein Wort gelesen haben, Zigbee Getaway, das ist das Steuermodul, welches einmalig installiert wird und das hier vorne, das ist das. Und damit kann man dann bis zu 100 dieser Thermostate steuern. Jetzt haben wir hier das Gesamtpaket, also Steuermodul, inklusive dieser 5 Thermostate, die auch jederzeit nochmal weiter erweiterbar sind. Mhm. Aber mit fünf Thermostaten, was hat man normalerweise für Wohnräume? Man hat bei einer Dreizimmerwohnung hat man das Bad, das man noch heizen muss, die Küche und die drei Zimmer. Ja? Mhm. Und dann ist es perfekt ausjustiert und man spart bei jedem Tag, den man heizt, trotzdem bares Geld, wie gesagt, bis zu 30% Ersparnis. Das ist so clever, deshalb machen Sie das einmal. Das ist wirklich die beste Möglichkeit hier, sich dann eine tolle, tolle Atmosphäre zu schaffen. Nicht zu warm, nicht zu kalt, genau nach Ihren Wünschen. Und auch noch bares Geld sparen mit unseren Heizkörperthermostaten. Nochmal die Bestellnummern für Sie eingeblendet hier für das 5er-Set oder auch für das 3er-Set. Sie können auch gerne jedes Set mehrere Male bestellen, wenn Sie möchten. Und das ist clever. Ne? Wir haben alle kein Geld zu verschenken. Wir möchten alle so ein bisschen sparen auch. Aber wir möchten es trotzdem kuschelig warm haben. Und da sind natürlich so Heizkörperthermostate eine ganz, ganz tolle Sache zu beginnen. Wir haben aber in dieser Sendung auch quasi die schnelle Hilfe, wenn Ihnen fröstelig wird. Denn oft sitzt man abends so zusammen
Und dann denkt man, ach, jetzt für eine Stunde oder für anderthalb Stunden die Heizung anzumachen, muss das denn wirklich sein? Ja, lohnt sich ja gar nicht, ne? Und dann überlegt man, was kann man machen? Wie kann man sich seine Wohlfühlumgebung schaffen mit einer tollen Temperatur, mit vielleicht auch so ein bisschen romantischer Stimmung? Und da gibt es natürlich die Möglichkeit von Heizlüftern, aber moderne Heizlüfter und vor allem auch in einem ganz, ganz schicken Design. Wenn Sie an Heizlüfter denken und Sie denken noch an so ein weißes Plastikding, so ein bisschen in die Jahre gekommen, nein, vergessen Sie es. Wir zeigen Ihnen, wie das heute modern funktioniert. Ja, mit etwas ganz Besonderem fangen wir an, nämlich mit dieser Heizsäule zu meiner Linken. Das ist eine Infrarot-Heizsäule. Und was dann das Besondere ist, da werden wir gleich drauf zukommen. Aber wenn ich die einschalte, und das ist auch ganz wichtig, achten Sie mal drauf, ich schalte sie jetzt ein. Und jetzt achten Sie mal hier auf diese Stäbe. Das sind Infrarot-Heizstäbe. Und ich habe es jetzt mal auf volle Pulle. Und die werden sofort warm. Und jetzt der Vorteil, und Sie sehen, ich habe auch gleich eine Oszillation rein, ja, und der Vorteil an Infrarotwärme ist, es ist Infrarot-Tiefenwärme. Das heißt, die Wärme kommt von innen heraus. Ich möchte Ihnen das kurz mal einem Beispiel erklären, was hier passiert. Weil wenn Sie mal kalte Hände haben und mit der auf die warme Heizung gehen, ja, dann wird die Oberfläche, da verbrennt man sich fast, weil es so heiß ist, aber innen drin fühlt es sich immer noch kalt an. Mhm. Hier geht die Wärme in den Körper und von innen heraus wird gewärmt. Es ist eine angenehme Wärme und Infrarotwärme hat noch ganz andere Vorteile. Erstens mal, wir sparen bares Geld, weil ein Heizlüfter herkömmlicher Art, egal ob Keramik oder Spirale, hätte hier einen Leistungsbedarf, einen Strombedarf von 2000 Watt. Das wäre ganz normal. Hier sind wir gerade mal bei 1200 Watt, also fast die Hälfte, also, ja, also einiges gespart, 40%, um genau zu sein, weniger Energieaufwand. Und ein weiterer Vorteil ist, ein Infrarotheizstrahler heizt nicht die Luft. Das kennen wir von anderen Heizstrahlern. Er heizt nicht die Luft auf, sondern er, und da sehen wir das, was ich gerade noch mal gesagt habe, das vertiefen wir gerne noch mal, wärmt von innen. Die Tiefenwärme kann auch die Durchblutung stimulieren, bei Verspannungen helfen und den Stoffwechsel anregen. Also viele Vorteile. Und was jetzt ein weiterer Vorteil ist, die Luft wird nicht aufgeheizt, sondern nur Körper. Ob das Gegenstände sind, ob das Tiere sind oder Menschen, die nehmen die Wärme auf, diese tiefen Wärme. Und daraus resultiert ein weiterer Vorteil. Die klimatischen Verhältnisse im Raum werden nicht verändert. Wir kennen das, zu trockener Heizungsluft, ausgetrocknete Schleimhäute, trockene Augen oder ähnliches. Das ist hier nicht der Fall, weil hier überhaupt nichts verändert wird von der Wärme oder von den hier Klimaverhältnissen im Raum, nur ihr Körper wird aufgeheizt. Und Kathi nennt immer ein tolles Beispiel. Man ist mitten im Winter beim Skifahren bei minus 20 Grad und die Sonne scheint. Und plötzlich wird es einem warm, weil die Umgebungstemperatur, die wird nicht verändert, aber die UV-Strahlen der Sonne, die Wärmestrahlen, die Infrarotstrahlen, die heizen sie von innen aus. Und dann kann man sogar, und ich glaube, das hat man schon oft gesehen, im T-Shirt bei minus 20 Grad Skifahren. Ja, ja, und auf dem Berg sitzt. Man sieht ja immer dieses klassische Bild, die Leute, die so auf dem Berg sitzen und diese tolle, warme, schöne Strahlung, die dann kommt. Ah, und die tut richtig gut. Also muss ich sagen, ich liebe das total, Infrarotwärme, weil sie halt so schön in den Körper reingeht. Und ich meine, hier jetzt, diese große Infrarotstrahlersäule, die wir für Sie haben, hat normalerweise einen Preis von 100 Euro, unverbindliche Preisempfehlung. Die gibt es hier und jetzt für Sie in dieser Sendung für 46,68 Euro. Das heißt, 53% Preisersparnis gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Und auch die Testergebnisse für diese Säule sind hervorragend. Ja? Wir haben hier, da sehen wir es, 4,5 von 5 Sternen. Der tolle Heizstrahler sorgt für angenehme Wärme, wenn es schnell gehen muss. Das Gerät überzeugt in der nahezu sofortigen Wärmeentwicklung und seiner einfachen Bedienbarkeit. Und jetzt muss ich hier noch hinzufügen, also diese Infrarotwärme ist einfach unglaublich angenehm. Ja. Es ist mit keiner anderen Wärme zu vergleichen. Es gibt ja sogar Infrarot-Wärmekabinen. Mhm. Also das ist eine Wellness-Oase. Ja? Und hiermit hast du eben das. Übrigens auch für Allergiker unglaublich gut geeignet, weil bei normalen Heizlüftern, die haben ja immer ein Gebläse drin. Das heißt, hier wird auch Staub und Schmutz aufgewirbelt und in den Raum verteilt. Hier haben wir keine Bewegung. Die Infrarotwellen, die bahnen sich den Weg ohne Gebläse. Und das ist das Schöne. Und ich bin mir ganz sicher, Sie werden es lieben. Und wer es
es noch nie gespürt hat, versuchen Sie es mal. Mhm. Bei 46,86 Euro bei unserem TV-Sonderpreis kann man das gerne. Man kann es natürlich auch ohne Oszillation betreiben. Ich wollte Ihnen das jetzt nur zeigen. Ist natürlich unglaublich sicher. Es hat einen vergrößerten Standfuß, eine hohe Stabilität, mhm, aber auch einen Abschaltschutz. Also sobald, der hier ist unten so ein Kippschalter drin. Und wenn das, schauen Sie mal, wenn das kippen sollte, umfallen würde, ja, dann würde es sofort abschalten, sobald es ein bisschen eine Schräglage kriegt. Also auch das ganz, ganz sicher, sobald es dann wieder gerade steht, sofort weiter und Sie sehen sofort die Wärmeentwicklung. Und also es ist so ein unglaublich angenehmes Gefühl, diese Infrarot-Tiefenwärme. Ja. Und die Nachfrage nach diesem Infrarot-Tiefen, nach dieser Säule ist riesengroß. Unter anderem Jörg hat sich jetzt dafür entschieden. Alles richtig gemacht, Jörg. Und alle, die jetzt auch bestellt haben, wenn Sie Ihre Erfahrungen damit gemacht haben, schicken Sie uns doch bitte mal eine E-Mail mit Ihren Erfahrungen. Jörg, Sie dürfen das selbstverständlich auch machen. Und zwar an die Adresse redaktion@pearl.tv. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Ja, machen Sie das gerne. Vielleicht sogar auch ein kleines Foto mitschicken, wenn Sie möchten. Das freut uns sehr, dann zeigen wir das natürlich auch gerne mit Ihrem Einverständnis. Also Infrarot, eine tolle, tolle Sache, um sich kuschelig warm zu halten, dieses wohlige, warme Gefühl hier mit der Bestellnummer NX545169 haben Sie jetzt noch mal die Möglichkeit, hier zum TV-Sonderpreis von 46,86 Euro zu bestellen. Rufen Sie einfach an 0180 51 51 dreimal die 2 und dann kommt diese tolle, tolle Wärmesäule innerhalb von wenigen Tagen zu Ihnen nach Hause. Sehr angenehm. Ja, und wenn Sie jetzt sagen, ach, Wärme wäre so schön, aber ich möchte es auch richtig gemütlich haben. Ich möchte Romantik. Ich möchte genießen. Dann haben wir hier noch zwei tolle Highlights für Sie im Programm. Ja, der erste ist ein Hauch von Nostalgie, weil ich erinnere mich an meine Urgroßeltern. Als kleiner Stöpke war ich dort und da hat sich übrigens das Hauptleben immer in der Küche abgespielt und die hatten einen so ähnlich anmutenden Ofen in der Küche. Gusseisern war der damals und wurde dann mit Holz befeuert. Hier haben wir die perfekte Illusion. Wir sehen das, sobald man ihn einschaltet, haben wir schon mal dieses unglaublich schicke Feuer, als wäre frisch Holz aufgelegt geworden und angezündet. Und wenn Sie wünschen, jetzt ganz ohne wärmende Wirkung, aber jederzeit zuschaltbar, sind zwei Heizstufen mit 1000 oder 2000 Watt. Und jetzt kommt da, wo scheinbar das Feuer lodert, dann auch die Wärme her. Und somit habe ich hier wirklich stilvoll eine Zusatzwärme. Und das ist, wir haben es gerade gesehen, mitten im Wohnzimmer, so wie es Diana hatte, ein wunderschöner Blickfang und eben eine Wärmeoase, wo man sich kurzfristig mal an den eiskalten Tagen oder gerade jetzt in der Übergangszeit eben wärmen soll. Und schauen Sie sich dieses lodernde Feuer an. Es ist übrigens auch wirklich dreidimensional, weil hier geht es in die Tiefe. Da kann man sogar hineingreifen. Ich bin mir sicher, Kathi wird Ihnen das nachher mal zeigen. Und nach oben weg lodern die Flammen genauso. Also schon allein die Illusion ist das Geld wert, aber jetzt natürlich zusätzlich jederzeit in zwei Stufen zuschaltbare Wärme. Und das ist einfach ein Dekorationshighlight, aber mit ganz, ganz viel Nutzen, nämlich die Wärme, die Sie brauchen, formschön dort einzubringen, wo Sie es wünschen. Und haben Sie sich nicht auch schon immer so einen Brennofen, so einen Bollerofen gewünscht? Ja, also ich bin ja da total hin und weg, weil ich habe ja lange Zeit in Dänemark gelebt. Und da ist jedes Haus mit so einem Brennofen, einem Bollerofen ausgestattet. Und da wird richtig auch mit das Haus geheizt, das ganze Haus. Mhm. Und diese Stimmung dann, diese Atmosphäre, das ist so gemütlich mit der Wärme, die dann da entsteht. Und dass man sich sowas jetzt für kleines Geld nach Hause holen kann. Sie haben vielleicht schon mal geschaut, was so Kamine, so Brennöfen kosten. Ja? Da ist man ganz, ganz schnell bei vielen tausend Euro. Und dann ist das ja auch immer so eine Sache, kann man es installieren, kann man es nicht installieren. Aber hier, den können Sie überall aufstellen, den können Sie sogar beim Umzug mitnehmen oder mal innerhalb der Wohnung verstellen, wenn Sie möchten. Ja? Und Sie haben hier, schauen Sie mal, dieses tolle, tolle Flammenbild. Das sieht so toll aus. Und die Verarbeitung hier, der ist ja richtig robust, der ist ja richtig schwer hier, richtig toll gearbeitet. Und hier, schauen Sie mal, man kann da richtig reingucken. Soll ich Ihnen mal zeigen? Hier unten, da ist richtig die Glut unten drin, wenn ich den hier mal so ankippe, damit Sie das mal sehen. Das ist super.
super detailreich gemacht. Und jetzt greift doch mal mit der Hand hinein. Ja, da sehen Sie mal diese Tiefe. Da kann man nämlich wirklich hineingreifen. Aber keine Angst, da kommt keine Wärme raus. Weil diese lodernden Flammen und die Glut, das ist die Illusion. Die Heizung ist jederzeit separat zuschaltbar. Aber was hier natürlich ein Vorteil ist, man hat die Illusion eines offenen Feuers. Wie hast du vorhin gesagt, Boller? Ein Bollerofen. Bollerofen, kannte ich nicht den Begriff. Ja, also eines Bollerofens, aber keine Arbeit. Man hat erstens mal kein Holz, das man vorbereiten muss und später keine Asche, die man wegmachen muss. Zwischendrin kein Ruß oder Rauch, den man ableiten kann. Mhm. Und man hat permanent keinerlei Brandgefahr, ja, weil man kein offenes Feuer hat. Nur für mich die perfekte Illusion des offenen Feuers. Und dann, übrigens, das kann man auch wunderbar in einer lauen Sommernacht mal genießen. Dann schaltet man einfach mal die Heizfunktion nicht ein und genießt nur die Optik dieser lodernden Flammen. Das ist auch jederzeit möglich. Man jetzt im Moment natürlich perfekt. Heizung. Man kann die Heizung übrigens auch ohne lodernden Flammen einschalten. Aber das ist natürlich mit diesen Flammen auch, würde ich sagen, so ein Hauch Romantik, oder? Ja, Romantik, aber halt sicher. Das finde ich auch so toll. Du sagst, keine Hitze da, es ist kein echtes Feuer. Das ist auch wichtig, ne? Also wenn Sie vielleicht auch Haustiere haben oder auch Kinder oder so, Enkelkinder sind vielleicht mal da. Man macht sich ja schon immer Gedanken, kann was passieren? Oder auch, wenn man halt einen echten Kamin hat, ne, ist viel Arbeit. Und wenn dann mal so ein bisschen was raus spritzt, das kann ja immer mal passieren. Das ist schon toll, wenn man jetzt hier diese Kaminromantik, wie du sagst, genießen kann, ohne sich Gedanken über die Sicherheit machen zu müssen, weil hier einfach keine echte Flamme da ist. Es schaut aber aus wie eine echte Flamme, sogar wie hier. Da sehen wir es nochmal, diese Glut, die Scheite, die da drin sind im Feuer, ist so schön gemacht, ja? Einfach traumhaft, und Sie können sich jetzt auch diesen Wunsch erfüllen. Und was ich auch noch mal sagen muss, ich finde das toll, dass das hier oben wirklich so gemacht ist, wie diese nostalgischen alten Öfen. Da, Sie können hier was draufstellen, ne? Da hat man früher übrigens, hat mein Opa immer, da hat er so einen Haken gehabt, aufgemacht und dann das Holz wieder nachgeschmissen, dann wieder zugemacht. Ja, ja, und ich kenne das, dann wird da auch immer der Kessel, der mit dem Teewasser draufgestellt. Ja, das kann man natürlich auch, da oben war genügend Wärme, klar. Aber hier ist klar, ja, keine Wärme, hier kannst du alles draufstellen. Nein, die kommt unten in den Raum, und für mich ist das auch ein Hauch Nostalgie, aber auf komplett modern. Und ich finde, das macht sich gut in jedem Haushalt. Hier sehen wir es einfach im Wohnzimmer. Aber ich glaube, es gibt viele andere Räume, vielleicht auch in einem Büro, wo man das gerne auch einsetzen kann und wo es auch sehr gut zur Geltung kommt. Und das jetzt für Sie nicht für 400 Euro, so ist die unverbindliche Preisempfehlung, sondern für 187,58 Euro. Dieser schöne Kaminofen kommt auch direkt zu Ihnen nach Hause. Selbstverständlich versandkostenfrei, wenn Sie jetzt bestellen. Deshalb, ich nenne Ihnen da nochmal die Bestellnummer, die NX 8201 und die 569. Ja, und wir haben nicht nur diesen Ofen, sondern das ist ja hier so ein bisschen das robustere, das nostalgische Modell, sondern wir haben auch was ganz Modernes. Ja, was top Modernes und was für Sie den Traum des offenen Kamins vielleicht erfüllt. Denn hier sehen wir das, und übrigens mit einem Ofenrohr, welches einfach nur Attrappe ist, um die Illusion zu vervollständigen. Wow. Denn auch hier haben wir jederzeit mit der Fernbedienung steuerbar einen offenen Kamin. Und Sie sehen elektronische Anzeige im Display, also direkt im Kamin drin, wo Sie jetzt Ihre Wunschtemperatur auf das Grad genau einstellen. Und dann sehen wir hier das lodernde Feuer. Und das ist so perfekt gemacht. Man kann sogar die Flammenhöhe einstellen über die Fernbedienung. Jetzt will man ein bisschen mehr Flammen oder ein bisschen weniger. Die Temperatur regulieren. Wir sehen auch immer die Uhrzeit, und das ist so einfach zu installieren. Wir haben es hier auf einem kleinen Sockel aufgestellt, ja, und dann das Ofenrohr an die Wand. Auch hier keine Installation, weil eben nur Attrappe. Aber so hat man die perfekte Illusion eines offenen Kamins. Vorne ein paar Ziersteine, und Sie sehen, das hat auch eine richtig schöne Tiefe, ja, dieser kleine Kamin, der sieht richtig toll aus. Und er macht, glaube ich, aus jedem Zimmer, das nicht ganz so gemütlich ist, ein richtig gemütliches Zimmer. Mhm. Ich könnte mir das im Esszimmer, wenn man ein größeres Esszimmer hat, vorstellen, aber natürlich auch im Wohnzimmer. Wow, und ja, jetzt haben wir hier natürlich nicht nur diese Illusion der Wärme, sondern jederzeit eben auch zuschaltbar. Sie haben das Thermometer gesehen, und da sehen Sie, so ist es jetzt live im Studio. Und das ist einfach nur hingestellt. Es muss nicht fixiert werden, das Ofenrohr oben an der Wand. Und da unten haben wir jetzt das Perfekte. Und jetzt bitte ich dich einfach mal auf die Fernbedienung zu drücken, dass wir mal die Anzeige auch live sehen. Ja, und zwar
oben. Sehen Sie das? Oben links für Sie immer ganz deutlich zu sehen, verschwindet dann nach ein paar Sekunden. Ganz unten das Gelbe ist die Flammenhöhe. Da sind wir jetzt fast beim Maximum. Dann die Uhrzeit, die eingestellt ist. Und oben haben wir dann die Temperatur. Und die kann man natürlich auch entsprechend ändern. Es ist für mich die perfekte Illusion, die wirklich in jedes Zimmer passt, weil man hat überhaupt keine baulichen Veränderungen, obwohl es so aussieht, aber eben die perfekte Illusion. Und sehen Sie diese Tiefe dieses offenen in Anführungsstrichen Kamins. Übrigens natürlich auch keine Arbeit. Wir haben, da sehen Sie mal, wie die Tiefe hier zustande kommt, wir haben kein Holz, das wir brauchen. Das, was vorne ist, sind Zierholzstücke. Wir haben auch später nicht die Reinigung. Ja, wir müssen nicht die Asche irgendwo entleeren und den Kamin wieder sauber machen. Wir müssen auch nicht Angst haben, dass hier irgendwas passiert, weil wir mit offenen Flammen arbeiten, sondern diese offenen Flammen, egal wie Sie jetzt die Holzstücke und die Steine dekorieren, die sind Illusion. Und so kommt diese perfekte Illusion zu Ihnen nach Hause. Ich könnte mir das auch gut in einem Büro vorstellen, ja, wenn man vielleicht auch mal Gäste hat oder wenn Klienten oder Kunden kommen im Büro und dann hat man als Heizung so etwas installiert. Es ist wunderschön. Sie sehen jetzt unten das Schwarze, das ist einfach ein Block, auf das wir das jetzt gestellt haben. Das kann man auch auf ein Schränkchen oder einfach auf eine kleine Säule installieren, ganz egal. Da ist Ihrer Kreativität, sind da keine Grenzen gesetzt. Da kann es sogar an der Wand direkt ohne Sockel befestigen, ja, so wie wir es hier sehen. Das ist ebenfalls möglich. Aber gerade auch durch diese perfekte Anzeige des Feuers und durch dieses Ofenrohr bekommt es natürlich die perfekte Illusion des offenen Kamins. Aber natürlich mit allen Vorteilen eines Elektrokamins. Kein Ruß, keine Feuergefahr, kein Holz, das man machen muss, keine Asche, die man wegmachen muss. Und mit der Fernbedienung kann ich auch jederzeit punktgenau die Temperatur regeln. Und wichtig ist hier natürlich nochmal, dass bei einem offenen Kamin die Temperatur nie genau geregelt werden kann. Ich kann es wärmer machen, dann werfe ich nochmal Holz auf und dann wird es langsam wieder kühler, wenn es weniger Holz und weniger Glut gibt. Hier kann ich aufs Grad genau meine Wunschtemperatur regulieren oder auch ohne Heizfunktion einfach nur die lodernden Flammen genießen. Oh. Und schauen Sie mal hier, sowas normalerweise ab ca. 600 Euro, ja, im Design von Carlo Milano. Auch hier unverbindliche Preisempfehlung, 600 Euro. Aber hier bei uns jetzt in dieser Sendung für Sie der TV-Sonderpreis von 265 Euro. Und auch hier dieser tolle, hochwertige, wunderschöne Elektrowandkamin mit diesem tollen Flammeneffekt. Ja, kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause, wird Ihnen bis vor die Haustür geliefert. Und da wünsche ich Ihnen schon mal ganz viel Spaß mit. NX 1477 569 ist die Bestellnummer. Und aufgrund der großen Nachfrage, ja, Sie sind clever, Sie machen alles richtig, Sie bestellen Thermostate. Damit sparen Sie ordentlich. Ja, wir zeigen Ihnen die nochmal. Ja, die Grundausstattung, das Dreierset plus dem cleveren hier Steuermodul, Zigbee Gateway heißt es, ja, ist schon sehr, sehr stark nachgefragt. Und es gibt Ihnen die Möglichkeit, ein Smart Home zu errichten, genau dann nur zu heizen, wenn Sie es auch wirklich brauchen und unterm Strich bis zu 30% Ihrer Heizkosten zu sparen. Und somit haben sich diese Thermostate in wenigen Monaten refinanziert. Ja, in wenigen Tagen kommt die neue Lieferung. Da bekommen Sie dann natürlich Ihr Lieblingsset direkt gleich draus. Das Dreier-Set mit der Bestellnummer NX 4916 und der 569. Wir haben aber selbstverständlich auch das 5er-Set für Sie. Sie können auch gerne hin und her kombinieren, je nachdem, wie viel Sie haben wollen. Weil es lohnt sich, wenn man direkt alle auswechselt. Also Dreier-Set, ne? Knapp 117 Euro. Und jetzt können Sie nachrechnen. Sparset, 5er-Set, 179,37 Euro. Natürlich ist immer die Steuereinheit, die hier unbedingt notwendig ist, dabei. Die App dazu ist kostenlos. Die heißt Elysion. Und Sie haben jetzt sogar die Möglichkeit, das noch zu erweitern. Bis zu 100 Thermostate, die mit einem solchen Steuermodul gesteuert werden kann. Hier sehen wir die ganz klaren Vorteile. Die Heizkosten um 30% bis zu 30% senken. Exakte Wunschtemperatur aufs halbe Grad genau. Die Heizzeiten genau planen. Die weltweite Steuerung, also der Zugriff weltweit per App Elysion. Und auch noch etwas, wenn man mal Stoßlüften macht, merken das diese Thermostate auch und regulieren dann automatisch dann auch den Energieverbrauch bzw. den Wärmezufuhr. Also das ist einfach modernste Heizungstechnologie. Ja,
Machen Sie das, rüsten Sie um, sparen Sie bares Geld und haben Sie es immer gemütlich und warm. Ja, wenn wir aus dem Fenster schauen, sehen wir, oh, es ist so richtig kühl geworden. Und falls Sie jetzt auch auf dem Sofa sitzen und denken, oh ja, fröstelig ist es, könnte ein bisschen wärmer sein, holen Sie sich tolle Heizkörperthermostate und natürlich unsere wunderschönen Heizmöglichkeiten.